Hey Leute, herzlich willkommen bei Bass Strong Barefoot. Ich bin Johannes Queller. Heute geht es um die Bar Dips oder Parallel Bar Dips oder auch nur Dips oder Beugestütz oder, Beugestütz am Holmen oder am Barren oder whatever. Dips. Okay, fangen erstmal an. Grundsätzlich, wie sehen die Dips aus? Ja, wir sind in einer Stützposition. Aus dieser Position lehnen wir uns leicht nach vorne und gehen mit dem Oberkörper hier nach vorne runter und kommen hier wieder hoch. Also, dass der Unterarm vertikal bleibt. Warum das Ganze? Da hat mir ein Fan mal eine super Nachricht geschrieben. Sie ist Manualtherapeutin. Ich glaube, Kathi war ihr Name. Sie hatte mir geschrieben und mir das mal erklärt, warum, wieso, weshalb sozusagen das Ganze gut funktioniert mit dem vertikalen Unterarm und nicht mit dieser so einer Totalkatastrophen-Dip-Geschichte, sowas hier. Ja, weil wir damit entsprechend unsere Schulter wegmörsern. Ja, und zwar ist ja der Trizeps sozusagen mit dafür zuständig, den Humeruskopf in der Gelenkfahne zu halten und ein bisschen nach hinten zu ziehen, sodass wir halt hier zentralisiert sind und entsprechend stabil arbeiten können. Das heißt, wenn wir jetzt im Dip in der Position jetzt hier runtergehen, ja, dann ist mein Arm nicht ganz so weit gequetscht, wie wenn ich jetzt in der Position bin. Ja, und wenn ich jetzt in der Position bin, ist mein Trizeps sehr lang gezogen, ja, und durch diese extreme Dehnung ist er insuffizient und kann nicht so gut arbeiten. Und dadurch kann er den Humeruskopf nicht mehr hinten festhalten und wird dann, schießt sozusagen der Oberarmkopf nach vorne raus. Und dadurch wird halt dann die lange Bizepssehne gestresst und genervt. Ja. Gedehnt, gereizt, whatever. So, das heißt, wenn wir entsprechend Dips machen, wo wir so runtergehen oder irgendwie so eine Geschichte machen, dadurch können wir eben unsere Schulter verletzen, weil der Trizeps nicht mehr richtig arbeiten kann. So, das heißt, deswegen sollten wir darauf arbeiten, dass der Unterarm aufrecht bleibt. Genauso das Gleiche wie bei Liegestütz. Ja, Unterarm aufrecht und wir gehen nach vorne weg. Und auch hier sollten wir sozusagen gucken, dass wir so tief wie möglich runterkommen. Ja? Und mir kann keiner erzählen, außer jemand hatte wirklich eine severe injury an der Schulter, ja? Also eine schwerwiegende Verletzung an der Schulter, kann mir keiner erzählen, dass er nicht irgendwann dann auch in diese tiefe Position kommt, weil wir müssen dort arbeiten, um entsprechend Full Range of Motion zu arbeiten. Und wenn wir uns generell gut bewegen wollen, müssen wir auch in den endgradigen Bewegungswinkeln der Gelenke Kraft ausüben können. Und das bedeutet, dass wir eben die Dips nicht nur bis hierhin machen, sondern komplett Full Range of Motion. Gehört jetzt hier nicht rein. Ja, das heißt, aus dieser Position gehen wir hier komplett runter. Das ist sozusagen ein Beugestütz. Warum bin ich in so ein bisschen leicht vorgebeugten Position? Das heißt, wenn ich in dieser Top-Position bin, genauso wie bei den Ringen, versuche ich mich hier so ein bisschen nach oben rauszuschieben. Dadurch aktiviere ich den Serratus anterior, ja, diesen Sägezahnmuskel hier, der das Schulterblatt an meinen Brustkorb ransaugt. Und wenn das Schulterblatt an meinem Brustkorb angesaugt ist und sich dann bewegt, habe ich die beste Position in der Schulter, um mich mit meinem Arm zu bewegen. Wenn mein Schulterblatt jetzt, wie bei manchen Leuten, vor allem bei Dips zu sehen oder bei Liegestütz, wie so Engelsflügel abstehen, dann passiert halt auch Folgendes. Ihr habt jetzt das Schulterblatt hier, was ja bis hier oben rausgeht. Ja, das heißt, diese ganze knöcherne Geschichte hier vorne, das kommt alles vom Schulterblatt. Wenn ich das jetzt, wenn mein Schulterblatt hinten absteht, geht auch das Ganze hier nach vorne, was mich hier vorne in so eine Impingement-Situation bringt. Das heißt, wenn ich diese Engelsflügel habe und dann noch hier reingehe, vielleicht dann auch mit einer insuffizienten Trizepsgeschichte, weil ich so weit nach außen gegangen bin und noch Gironda-Dips mache, weil ich so eingedreht bin, ja, dann gute Nacht Schulter. Super Wachstumsreiz für die Brust, super Abstirbreiz für die Schulter. Ja, das heißt, wir sollten definitiv darauf achten, dass wir uns nach oben rausschieben, um den Serratus anterior besser mit rauszunehmen. Das heißt, schaut euch mal hinten meinen Rücken an. Ja, das heißt, ich möchte nicht nur hier irgendwie mich so stützen oder irgendwie sowas machen, sondern ich möchte tatsächlich mich hier rausschieben. Das heißt, meine Schulter bleibt dann nach vorne rausschieben und wegschieben. Und dann gehe ich in den Dip runter.
Wenn man die Dips wirklich verstanden hat und wenn man sie akkurat und korrekt ausführt, dann hat man auch verstanden, warum das eine der besten Brustübungen ist. Ja? Fuck Bench Press, Dips is the real deal for chest. Okay, ja, das waren die Bar Dips. Wie gesagt, achtet darauf, dass der Oberarm vertikal bleibt. Ihr könnt zum Beispiel mit einem Partner damit arbeiten, dass er währenddessen ihr die Dips macht, dass euch ein Partner unten am Handgelenk greift und dann nochmal direkt unterm Ellenbogen, sodass er hier mit dem Arm gerade bleibt. Dann werdet ihr mal sehen, wie weit ihr wirklich nach vorne müsst. Ja? Und dabei die Schulter nach hinten ziehen, bisschen in dieser External Rotation trotzdem immer noch bleiben, dass wir nicht komplett eindrehen, sondern in dieser Position bleiben. Und wir haben genug Brustmuskelaktivität. Wir müssen nicht wie Gironda unsere Arme hier nach eindrehen und so eine Übung hier machen, um die Brust gut zu erreichen. Alleine nur diese Bewegung hier hat mir gerade schon in der Schulter wehgetan. Ich hatte mal eine Impingement-Geschichte in der rechten Schulter. Das heißt, ich kann für mich, für meinen Körper sehr gut feststellen, was sind gute Bewegungen und was sind nicht gute Bewegungen. Ich kann mit Zusatzgewicht in eine so tiefe Position gehen, ohne dass mir irgendetwas in der Schulter wehtut und von hier aus wieder hochkommen, kein Problem. Sobald ich in so eine Position gehe, da kann ich nicht mal mit Gewicht reingehen und das tut mir jetzt schon hier in der Schulter weh. Weil wir uns eben, wie ich vorhin erklärt habe, durch dieses Eindrehen sehr stark in so eine Impingement-Situation bringen, in der Schulter. Und wenn wir impinged sind in der Schulter, sind wir wie ein Mörser, der unsere ganzen Bänder und Sehnen wegmörsert, ja, wegrubbelt. Also wenn ihr verletzungsfrei bleiben wollt, achtet drauf, ein bisschen External Rotation, Unterarm bleibt vertikal, ihr geht nach vorne runter, kommt wieder nach oben raus und schiebt euch richtig lang nach oben raus. Das waren die Bar Dips. Checkt meine anderen Videos, schreibt mir unter das Video, was ihr am liebsten für Bar Dips macht, was für einen Trainingsreiz ihr damit setzen wollt, was ihr damit macht. Trizeps, Brust, Schulter. Ja. Ansonsten bis bald und haut rein und abonniert den Kanal.